Nochmal, Germanien, Ola, wenn ich näher seid, Ola, im Eingang, mit drei Vorrufen, nach Schöpfchen und Jura. Dankeschön, Herrn, für ein Klingbett all ab in Ewigkeitssonntag kann zu wissen, oder ab Ewigkeit. Also von der und erst hier, wie nahm das immer, der letzte Sonntag im Jahr in Jura. Also nächsten Sonntag fängt der Adventszeit an, wo Herrn mir ein Bett mitgeteilt hat, weil je all der Adventssender werden über Jesus verteilen, über Worte von der Wahrheit sich geopenbart hat. Also Adventszeit hat hier mit dort zu tun, mit dem großen Advent. Also dort meint Jesus sein wahrer Kommen, wo er wird kommen und dort mal nicht den Menschen erlösen, die Erlösung zu bringen, sondern dort weltgerecht zu holen, nicht so? Und ich glaube, es ist fein, wenn ein Sonntag im Jahr auch ab so wird, ist dort einmal handgedeckt wird. Und von der und erst kriegt so ein Sonntag, wird Ewigkeitssonntag genannt wird, und aber auch Totensonntag, also um Beres wird gedacht. Und hier im Land, glaube ich, ist es bekannt, wird der 2. November gewöhnlich als Totentag geführt. Und aus Kirchen weltweit, da wir gewöhnlich den letzten Sonntag dann für Advent. Also wird wir dann sagen, dort ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Und das ist ein Ewigkeitssonntag, auch Totensonntag. Und wenn wir an Totensonntag denken, dann da wir gewöhnlich uns an so eine Familie erinnern, wird jemand in das Jahr an den Graf gedreht. Und bei uns, das ist nicht fertig, ist dort, aber ich möchte Ihnen sagen, bei uns sind in das letzte Jahr viel stärker den Graf gedreht. Einer in Mädel-Erla, also sei ein Mien-Erla, und das andere sind alle Söhne, er wird im Hürgen-Erla, also sind dann in dieser Welt rausgegangen. Also für dich erst, mit anderen wird gesagt, Jesus all gekommen, nicht so? Aber wir wollen an so einem Tag auch für Söhne aus dort beten, wird er an die hier Hand zu Graf gedreht werden, dass der gewöhnlich immer frisch abwirken, in der dort werden wir sein, nur eine Weg, nur einen Monat, nur ein Jahr, nicht so? Wird bald gesagt, wenn uns das kriegt ein Jahr, als unser Papa starb, oder unsere Mama, oder sie ist dort, nicht so? Also es sind immer Verse, der und du, die bringen uns mehr Erinnerung an unsere Verstorbenen und kriegt so auch das Totentag. Und in Vessi-Türken waren sogar zum Beispiel hier fern auf dem Altar so viele Kerzen abgestellt und angesteckt, wo die gestorben sind. Ich meine, so viel aus gestorben sind, soll ich sagen, ten Erinnerung auch an diese Menschen. Und wir wollten dort das erste für einen Schwur, diese Erinnerungen verstärken, besonders für uns hier, aber ich glaube, es ist doch gut, wenn wir dort noch einmal tun und dann auch versuchen, es dort zu beten. Und ich habe Herrn nicht gefragt, ich habe das erzählt, aber habe ich in diesem Jahr, also vom Dezember, bis nun, irgendwem zu Graf gedreht aus der Gemeinde das letzte Jahr oder nicht? Nicht? Okay. Also, da kann ich auch verdankbar sein, nicht so? Doch Gott hat Gesundheit und Leben geschenkt. Unsere Kirche geht auch manchmal so eine Zeit oder so ein Jahr durch, wo wir keinen zu Graf gedreht haben. Und ab einmal dann sind wir in unsere Kirche hat auch viel ältere Lied, also in den kommenden Jahren, wo wir wahrscheinlich jeder Jahr wem von den älteren Lied zu Graf drehen. In dort ist wichtig, dort wir uns immer waren an so eine erinnern, aber wir sind auch dankbar, wenn Gott uns Leben schenkt in Odem und Gesundheit, nicht so? Und dann das andere Wort, also Ewigkeitssonntag, dort soll mehr für die Lebende du sein, nicht so? Dort soll uns an die Ewigkeit erinnern. Und das ist gleich als Fan, wenn wir einen Sonntag das Jahr haben, wo wir besonders auf das uns konzentrieren, auf die Ewigkeit. Ich weiß, dass das als Fan, wenn wir das immer tun. Und wir sollen das. Aber ich glaube, der Sonntag ist dort, wo wir uns mehr darauf denken haben. Und das bringt uns dann auf verschiedene Fragen. Zum Beispiel, dort, wo du das, was die tun als Familie, nicht bloß hier von der und top kommen, no, einfach in dein Leben, was immer ihr tun. Die dort mit deiner Sendung, dort in der Ewigkeit nennen reden soll, dort wird Ewigkeitsfrucht bringen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir in uns Leben mehr und mehr auch über das denken, alles, was wir tun, wo arbeitet dort?
Wo arbeiten wir mit dieser ganzen Einstellung? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns das immer wieder verführen, was wir tun. Ist das wirklich für die Ewigkeit? Oder ist das bloß hier für uns? Ich weiß, dass einige Uträge, die waren genannt, die Menschen, die bauen sich Paläste, dort sitzen, die wollen ewig bei ihr bleiben. Stimmt das, dass wir bloß dünn und streben, ob immer und immer auf dieser Welt bleiben? Oder streben wir auch dort ab, dass wir noch mal wollen, auch bei Jesus sein? Und wir wollten nicht, als wer von uns, was wir hier von der uns sind, in der kommenden Jahr, in Jahr, was ich das Leben nicht gönnen. Aber wann war einmal, wann wer von uns soll? Oder Jesus kommt vielleicht, in was uns alle bloß verwandeln, der in Ewigkeitskörper, was er wie dann reut. In dort soll so ein Ewigkeitssonntag auch so eine Predigt von der dort beitragen, dort wie in der Meier gestorben worden. In der Wien habe ich das Thema gestellt, merkt die Reut in blieb wacker, blieb treu, hell glauben. In wo wir uns Reut merken sollen, ich glaube, du sollst hier einen goldenen Tag, was Jesus mal vertraut hat, aus dem Beispiel, also Matthäus Kapitel 27, durch die erste Drehtien fahrst, da habe ich mit den Tieren Jungfrühs zu tun. Und ich werde diesen Tag lesen, und da werden wir durch den Bett sein, was Jesus uns hier sein will, und so einen Ewigkeitssonntag von dir. Also Matthäus 27, die erste Drehtien fahrst. Ich war proben, dass im Plotitsch die Eva sagten. Und hier schrift es so. Dann wird das Himmelreich zehn Jungfrühs legnen, die ihre Lampen nahmen, in Rüttgingen dem Brigum entgehen. Fünf von Ernte werden klug, und fünf, die werden töricht, also Dom, würde wir Plotitsch sein. Die Dame, die nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klüge nahmen Öl mit in ihre Gefäße, mit ihre Lampen. Und als nicht der Brigum verspäten, als er Luther kommen dort, sie dachten, waren sie alle schleiprig und schleipen an. Und mitten in der Nacht über, kam auf einmal das Geschrech über Deel. Kecke mal, der Brigum kommt, Gott nu rührt den entgehen. Dann stünden diese Jungfrühs alle ab, in mögen ihre Lampen reut. In dieser törichte Ober seden te de Klüke, jeft uns von jün Eul, der an unsere Lampen verlaschen. Die gehen üt. Dann seden de Klüke, nee. Dann wird das von uns Krieg so passieren, da wird nicht ütreken. Gut oberhan in Köpjün nach schwen für jün selts. In der sei dann han gingen am te Köpen, käm de Brigam. In der Reit werden gingen mit am Nern zu der Kass, in der Derde ward zu geschluten. Lothar kämen auch diese andere Jungfrühs in Seden, Herr, Herr, merk uns ob. Hei ober seht, wortlich ich sei und ich kann jünd nicht. Darum wirkt, denn je weiten weder Dach noch Stirn, in wohne die Menschen sehen, wahr kommen wird. Also so weit hier. In hier habe ich ganz, ganz klar, die Erklärung bin, wo wir uns können reit merken, in aber auch reit bleiben können. Und dort sagt er uns hier, in das Gleichnis, in der dort mit in die weinliche Kass verglichen, wenn er dort dieses dort reit bringen wird. Und er sagt hier, krieg so, als man sich zu einer Kass oder bei einer Kass vorbereiten wird, in sich reit holen wird, ab der Brütporte wachen, dort nu wird in den Kassrüm, also in die Gottes, in die Kirche, wie sei, nern kommen, oder wo immer Kassen geholt worden, sagt er, krieg so, es soll wie uns auch verbereiten, in Reut blieben, wird Jesus, die Brigum, für seine Gemeinde kommen, wird in uns, in seinen Kassrüm, also in seinen Tempel, in nern holen, in wo wir ob ewig mit ihm feiern wollen. Das ist so wichtig, dort wie dort tun. Und du will ich von dir auf diesen Beitpunkt kommen. Merk die Reut und zweitens, blieb wacker.
Also erstens, merkt die Reude zu der Zitat. Wer soll sich Reude merken? Einmal möchte ich sagen, all die Worte noch immer in ihr Sündenleben wiedergehen. In ihr Sündenleben leben. Er kann ihn persönlich nicht, muss ich sagen. Aber gewöhnlich sind in der Kirche auch noch so eine Menschen, wo du noch nicht sich zu Gott handgegeben haben. Und ich glaube, das ist fein. Wenn die Kirche erst nicht mehr wo so eine Menschen dort haben, dann ist ein von erreicht. Das Menschen, die sollen sich reden merken, und du kommst nach immer mehr, du sollen immer mehr und mehr näher kommen, und die sollen sich auch reden merken. Du weißt, meine ich, gewöhnlich sind so eine Menschen, die leben noch in ihr sündliches Leben, die haben sich noch nicht Gott handgegeben, also sind noch nicht gläubig, haben sich noch nicht bekehrt. Und ja, diese Menschen kommen, all so eine Stadt, wo nach immer ihre Fleischeslust, also ihre Begierden, in die verschiedenen Sünden nur gehen, nicht so, du nach immer Bern leben. Also einfach die, die sich noch nicht zu Gott bekehrt haben, die sollen sich reut merken. Und die Frau kam vielleicht, wo wäre ich? Wohin soll ich mich von der und reut merken? Du merkst dir reut bist, wenn die Bridegom kommen wird. Was ich all sehe, wird von nächsten nach wieder, wird geführt worden, der große Advent von Jesus in Wahrheit kommen. Und ich glaube, dort wird sich fein taub bringen, mit Ewigkeitssonntag und mit Advent, wenn wir an diesen großen Brigum denken, an Jesus Christus. Und dieser Kampfbild. Und wieder möchte ich sagen, wenn hier so eine Sente sich fragt, wo wen soll ich mich von der und Reut merken? Da will ich dir bloß sagen, der Bibelwort sagt das ganz klar. Gott hat nicht angefallen an den Tod von einem Sünder, sondern dass er sich bekehrt und Buße tät und ewig leben kann. Und wir wissen nicht, wann er der Tod bei uns ist. Und das Ewigkeitssonntag, das Totensonntag soll uns das frisch verurteilen, dass wir das Ernste nehmen, welcher nehmen. Und dort Gott will nicht den Tod von den Sünder. Er will, dass er sich in das Leben noch bekehrt und kommt mit Jesus in diese Welt zurückgehen. Und ich frage mich erst, wenn John, dass du mitteilen dort von der Großmama, der hat das Leben gefangen. Das so viel wird, nicht so? Wenn Jesus Wort vor euch kommt, in, wahrscheinlich mit diesem Brief um Top zu sein, nicht so? Den zu feiern in das dort, in so will Gott dort. In der Welt, von der an Christus seine steht, wenn hier Anbekehrte sind in des Gottes, so ist, ich will ihn von ihnen einfach beten, merkt ihn der Reut. Lot ihn versäumen mit Gott und auch mit Menschen, dass die kein Reut sein. Wieder möchte ich sagen, wer sich auch soll Reut merken, dort, wie nennen dort noch immer Gläubige, du wehen, aber die wollten dort vielleicht sogar von ihnen selbst, aber dort hat immer wahre Gotteskinder gehabt, die sind in ihr geistliches Leben glückältig geworden, entdauntig geworden. In wo wir ihn sollen, glückältige Gotteskinder, sich auch reut mehr. Hier kann ich nicht anders als sein, weil ihr, liebe Geschwister, Gott will nicht den Tod von einem glückältigen Gottesmensch. Das will er nicht. Er will nicht, dass wir bloß glückältig in uns geistliches Leben und das Leben rückstorben sollen, sondern wirklich uns geistliches Leben auch in Ordnung haben, in uns du auch immer frisch erreicht merken, dort uns Leben kann es dort in Ordnung sein. Und das Gift immer wahrer, und mir wird das nicht wundern, wenn hier von denen auch so nicht sind, die leben nicht mehr in Sünden, nur der Hand alle aufgelacht. Aber die leben glückältig. Da ist das geistliche Leben gar nicht wirklich wichtig. Und ich hier so fährten davon, wo Menschen, wo sagen, sie sind Gotteskinder, dort sagen, ich habe weins all die drei Feierjahre überhaupt nicht mal mein Gebet.
Ich lese nicht mehr die Bibel. Ich fahre noch nur die Kirche über. In wein beten da, das bloß in der Kirche, wenn sie mich freuen, als ich würde ein Gebet lernen, dann denke ich dort über. Ebens, ich sage gleich mal an vier für Jesus. Und sonst erst glückhaltig. In der Ewigkeitssonntag, der Totensonntag, der will uns anspornen in uns sein. Wenn wir dann glückhaltig geworden, dort wir uns Leben dann doch wieder in Ordnung bringen. Und dort wir waren kein begeistert, froh und mutig worden. Und dort wir kein ein Verlangen nur das Bibelwort haben. Ein Verlangen nur Gemeinschaft mit Jesus. Und war mit am Tau beten. Mit am Beten ist es dort, nicht so? Tau am soll ich lieber sein. Dort erst, was Jesus wirklich will. Und weil ihr unter diese Glückältigkeit, sei wie hier diese fünf Jungfrühs. Da haben sich auch reich gemerkt, Herr Kass. Aber sie helden nicht derche helden. Sie werden glückältig geworden, aber die Brieg kommt heim, wird zu laut. Und du wehen, Gott will haben, dass, wenn wir glückältig geworden sind, dass wir uns weiter frisch reich merken, dass wir wirklich können, weiter du beamt sein, immer am Leben. Also, sich aus in Gläubiger von Gott zu entfernen, also wieder von Gott weich zu gehen, in dem geistlichen Leben glückältig zu werden, dort will ich gut sein, dort ist töricht. Applaudit würde sein, dort ist eine Dummheit. Im geistlichen Leben glückältig zu werden. In du wer nannt Jesus dort hier töricht, also dort sei einfach nicht Gott bedenken, nicht wirklich durchsend. In wo wir ihn sind, ist er töricht. Wo wir ihn erst dort eine Dame hat. Und Tag sage ich dort ganz klar, dass sie wurden nicht nähern gehen, nicht nähern kommen, zu der Kass. Die Glückältige kann nicht teilnehmen an dieser Kass. Nur wenn es dort eine Dame hat, im geistlichen Leben Not zu loten, glückältig zu werden, in sich Werset von Gott weich zu bringen, in nicht mehr mit Arm Tag für Tag in Gemeinschaft, in gute Beziehung zu haben, in sich dort. Jesus sagt hier ganz klar in diesen Tags zu der Glückältige, er kann ihn nicht. Wort von der schreckliche Enttäuschung, wurden die Glückgeltje am Gerechtstag erleben müssen. Die Hirn erkannt ihn nicht. Sterch. Wer will nicht glückgeltig mit das geistliche Leben angehen? Entweder möchte ich einfach bloß das Tipp noch sein, dass das uns alle anschließen wird. Wann hier von dir und jemand erst, der ein Sieg sein wird, wenn ich von dir sterben soll, würde ich wegen dieser oder jener Sache nicht kennen, Jesus begegnen, der soll sich reinmerken. Wirklich, reinmerken, dass wir irgendeine Zeit kann rein sein, wenn Jesus wahrer kommen wird, lautet sein, durch den Tod oder durch Jesus ihn wahrer kommen. Das ist so wichtig, dass wir alle da so leben, dass Gott mit Frieden auf uns raufkicken kann, in das Selbstje sein kann, was die von Jesus sehen, das mein Leiber sehen, das meine Leiber dachte, und der ich ihn wohl gefallen habe. Und das Ewigkeitssonntag, der stellt uns von der und die Frau, Levi ist so, dass Gott mit Frieden auf uns raufkicken kann. Oder soll wir Sachen ändern, soll wir uns reich merken, wiederkommen, dass wir kennen, so sein, was Gott hat haben will. So Gott sein Willen ist, dass wir uns reich merken, in wieder nur sein Wort leben, in der Heiligung nur jauen. So das Hebräerbrief, das sage ich, und du sagst das ganz klar, ohne ein Heiligungsleben, wo wir Gott niemals nicht sein können. Also reich merken in den Heiligungsleben führen ist so wichtig. Und dann komme ich zu dem zweiten Punkt, bleib wacker. Und das geht uns alle an. Nicht bloß die, die sich machen, reich merken, sondern uns alle geht das an. Und wo kann ein gläubiger Mensch
wacker blieben. Dort wie nicht lickaltig worden. Wo kann wir dort tun? Dort sei wir hier ganz klar und es sei viel klüger Jungfrau, ist nicht so? Also verbedacht sein, in klug handeln, in nicht lickaltig worden über die Sache. Das sage ich hier ganz klar. Die kluge Jungfrau, die doch nicht bloß an ihre, wie nennen dort nur die Stocklampen, also wird jeder einer ist dort besiegt durch. Dort wie wird anders, als wenn sie eine Quark, eine große Leuchter haben. Also dort werden diese kleine Stocklampen, wird wie von deren würden sein, ein Flaschlicht, nicht so, wird sie haben, in der Helden sie durch. In sie doch nicht bloß an dir. Sie haben noch ganz klar, dort können noch länger dienen, als wir leben. Und wir müssen uns noch extra Öl mitnehmen. Die werden klug, gut bedacht, um nicht kaputt zu gehen, um nicht die Kast zu vermissen. Sie haben genug Stoff in Öl, dort wird übertragen. Und ich glaube, wenn wir in Klingbett weiten, wo die Kasten zu Jahren Zeit aufgehauen werden, da wird uns das vielleicht noch klarer sein, aber er werden mal sein, dort wird drei Feiermonate verübt, wird jünt weiten geloten worden, dann und dann werden da und da, haben ein Peter Marieche sich befreien. Also, werden mal sein, Feiberwurmmonat. Okay, aber es ist noch kein Datum gesagt. Aber, die weiten dort nicht. Und dann, wenn ich das Brütpaar sich entschlossen hat, letzte Tag, letzte Stunde, dann werden wir noch einmal dort alle bekannt geben, neue Zeit. Nicht hier alle kommen. Und ich glaube, es ist bekannt von Jesus, wo der ein anderes Beispiel kam von dort Mohl, dort deshalb dort fährt, ein anderer fährt dort fährt, und sein alle Namen postet nicht. Das ist auch verhaftet. In so wieder zu jener Zeit. Und da können ganze Werk dienen, was gesagt wird, nicht auf das Kass. Und diese Brüte mit ihren Begleiterinnen, die wurden nach Eva, Tag und Nacht, Eva Deel sein, in Abhossen, in einmal, wenn dort wird kommen, nicht kommt die Brigung, da würden sie abstehen und denen entgegengehen. Und die denken vielleicht so, naja, wenn dort ist, dort erst gewahrst du die Zeit. Dann erst er doch wirklich da nicht mal extra Öl mehr nehmen. Wenn wir weiten nicht, da kann vielleicht Weihnachten, was der ist, was kommen. Jo, das erst dann. Das erst höre ich, dass jedes dort hier sein wird. Und wir sagen, na, das hat ja selbstverständlich so sein. Aber weit ihr, Jesus sagt dort in der Gleichnis auch ganz, ganz klar. Das soll jünd selbstverständlich sein, das soll logisch für jünd sein. Dass ich habe gesagt, ich war kommen. In das jünd reit hauen. Wacker blieben. Ein Tag, wo ich durch sein. Ich weiß noch nicht mehr neuer. Aber je brocken der Eul, den Heiligen Geist, zum standhaft blieben, zum Vierhauen für Jesus, und nicht glückaltig worden. Dort erst wird Jesus uns von deren sein will und dessen Ewigkeit Sonntag. Dort wie der Urbrücken und Jesus spornt uns hier wirklich in seine Wirt an. In so auch ab viele Städten in der Bibel wird spornt er uns an, dort wie sollen wacker bleiben, damit wir können reut sein, wann er wird kommen. In Terekas einladen, als er dort meint, der die ewige Freiheit, nicht so, der das ewige Leben einladen in heute kommen wird. Und mach wir wirklich unsere Pflicht tun, dass wir nicht dann auf einmal dürfen, als Fremde durchstehen und manchen Hirten erkennen nicht. Dort wird schrecklich sein. Und du wehen, blieb wacker. Und wo wir noch kennen, wirklich wacker blieben, also ich habe nicht gesagt, dass wir klug handeln, und wo wir noch kennen, dort erst, wenn wir uns leben mit dem Heiligen Geist oder im Heiligen Geist führen.
das klar haben, wie dann Gottes Kinder in uns Körper als Tempel des Heiligen Geistes, wo der Geist Gottes in Bernd wohnt, also mit anderen wird gesagt, wenn wir Gott in uns leben loten, in der ich uns leben loten, dort halb uns reit zu bleiben und reit zu sein. Also mit Jesus gehen, am wirklich folgen, wenn wir dort tun, dann können wir dort auch reit sein. In der Bibel sparen uns sehr an, dort wir den Heiligen Geist nicht betrüben, noch verdrängen, noch viel weniger den von uns loten sollen, noch viel weniger den lastern. Und ich möchte nicht über sein, so schwer als wir uns eignet Eck nur gehen, also unsere menschliche Natur, unsere Fleischeslast nur gehen, dann dürfen wir den Heiligen Geist betrüben. Dann dürfen wir den sogar verdrängen, dort den ich mehr kann, so klar in uns sehen, in uns arbeiten. In der Begeisterung für Jesus fängt es dort an, nur zu loten. Und dann fängt es an, dass wir mehr und mehr uns eignet, echt nur gehen, in Jesus mehr und mehr zu sich schieben. Und Gott will das nicht. Er will, dass wir sollen wacker bleiben, in wirklich in dieser Begeisterung mit diesem Heiligen Geist bleiben. Also jeder Sinn in uns Leben, das betrübt den Heiligen Geist. Und noch mehr, wenn wir diesen Sinn nicht bereuen, also nicht abriemen, und auch nicht von den Sinn loten. Dort wird den Heiligen Geist sehr betrüben. Und dort merkt man es dann glückältig, und dort kommen wir dann wieder und wieder von Gott weich. Und dann auf einmal habe ich nicht mehr diese Freudigkeit, um zu beten, und in der Bibel zu studieren und so wieder. Also, Geschwister, im Heiligen Geist das Leben mit Gott anfangen, aber dann durch den Stärken bleiben, dort ist eine Dummheit. Dort ist wirklich eine Torheit. Und wo wir noch gern wacker bleiben in Sernen, dort ist, wenn wir Gott wirklich live haben. Gott von ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft zu leben, in so auch an den Nächsten zu leben. Dort erst für unsere Wachsamkeit, also zum Wachen sein und Reit sein, lebenswichtig, dort wir dort diese Leben haben. Inwieweit dort die Gemeinde zu Ephesus wird in der Offenbarung krank wegen dir gekritisiert, dort sei die erste Leib verloren haben, dort sie nicht mehr diese Leib haben. Also die wahre Leib zu Gott, die bewahrt uns für Glückältigkeit und die hält uns in die wahre Gottesfurcht, die uns nicht jeden am Sünden lädt. Die Leib Gottes, die lädt dort nicht zu, dort wir Sünden. Dort hat uns zu weit, Gott ist dort weit zu tun mit einem Sinn. In so einer großen Leib brücken wir den wirklich wacher blieben. Und wo wir noch gern wacher blieben, dort erst, wenn wir mit Gott in dieser tiefen, frohen Beziehung leben können. Oder leben dürfen sich sein. Tag ein, Tag üt, im Geiste diese frohe Gemeinschaft mit Gott haben. Nicht bloß während wir Bibel lesen, während wir beten, während wir an Arbeit sind, in der Geist Gottes uns begleitet, in unsere Gedanken lenkt und führt. Durch habe eine gute, tiefe Gemeinschaft mit ihm ist es dort haben. Immer wenn wir diese Beziehung haben, dort bewahrt uns dafür, dort wir nicht glückaltig wurden. In der Welt, blieb wacker, ist so wichtig, dort wir dort tunen. In dieser Gemeinschaft, ich habe wir irgendwie pflegen, der ich das tägliche Bibellese und Gebet, in der ich dort ütleben von seinem Wort, das Wort Gottes nicht so. Also nicht bloß Horcher sein, sondern auch wirklich uns loten umformen von seinem Bibelwort. Dort ist so wichtig, dort wie Meier und Meier so durchkommen, dort wie können so sein, was Gott haben will. Und auch durch die Gemeinschaft von den Gläubigen, dort halb uns auch wacker zu bleiben, lotet sein aus einer Sendachschau. Ich weiß das nicht, ich habe das hier nicht so viel beobachtet, aber ich weiß dort in den meisten Kirchen. Es ist gleich wirklich Interesse für Sendachschau. Ich
Für uns auch das all die Nür. Liebe Geschwister, wo ist uns Verlangen nur Gott? Wo ist uns Verlangen mit dieser Beziehung zu ihm? Das ist wichtig, wenn wir als Kinder Gottes zurückkommen, dort wir auch proben, die Bete sind, in wirklich durch auch gestorben worden, um kein Wacker zu bleiben in dieser Storte. In so die Gottesdienste, in auch Bibelstunden oder diese Zwiegespräche, wo in der Seelsorge kommen oder auch bloß das geistliche Gespräch, in, wo wir einer für den anderen beten in dieser Storte, das sind alles Sachen, die uns helfen können, dass wir kein Storte bleiben, dass wir kein Wacker bleiben, Glauben holen, in dass wir an jenen Tag nicht auf dem Bühnen stehen bleiben, sondern kein Nerngunen und für ewig mit Jesus taub sein. In ein Mädchen sein, wer in det über nur loten det, in der Gemeinschaft von den Gläubigen hänger loten det, der ist nicht wirklich wachsam, also dort er abhossen det, sondern konfliktaltig worden und letztendlich kann er von der Kass, von det Lamm Jesu utgeschloten bleiben. In, weil es det sein Wuschein, wo das von der uns sein, wann in jeder einer, der wir hier von der uns in dessen Andachtssaal sind, eine wahre, frohe, scheine Beziehung mit Jesus können haben. Hast du dort? Das ist wichtig. Und dass du kannst wirklich an jenen Tag, wenn Jesus wird kommen, die rufen, dass du kannst sein, hier sein ich. Und dass du nicht darfst sein, dass Jesus dort in Matthäus Evangelium sagt, wo sie Jesus sein Kommen in sein Boy folgt immer ans in Gräber bedeckt ans Wahre. Dass wir wollen können an sie hängen, ausstrahlen, sagen, ja, komm Herr Jesus, nimm uns mit. Weil wir so leben, dass Jesus uns kann in seine Arms nehmen und wir mit am Gönnen. Und er kehrt mir einmal, wenn ein Mensch schwach gestorben ist, dass sie sagen, dass sie auch krieg so, als wenn irgendwer entholen, kein Lot und wir sehen, dass ein Engel oder Jesus bei der Hand der Arms ab, er todesbart, ausgestreckt, nur Gott, nur schaftig gekickt und damit gestorben. Ein Wunderschein ist es dort zu sterben, nicht so? Und ich weiß das von einer frühen an sich Quark, der deutet es dort. Sie sagt dort, dass Jesus erholen will und die Bärte Jesus noch um eine Karte tät. Und dort erst, ich will noch einmal mit jedem Kind geredet haben, auch mit meinem Mann. Und wirklich, die Leute, die alle einzeln in der Therapie intensiver nennen, in seinem Namen von ihrer ganzen Familie Aufscheid in Jink von hier. In so einem Dort wünsche ich uns alle, wenn Jesus nicht euer kennt, nicht so? In der Welt, wir so leben, dort wie kennen jemand zu sein, dort wir kennen da sein, was wir reit sein von Jesus, was wahrer kommen. Und wann hier von dir über jemand erst, der du sagst, na, ich kann das über noch nicht, da will ich die Mut merken. Komm nur, Jesus. Komm in seine Gemeinschaft nennen. Gib die Hand zu ihm. In vier eine gute Selbstdisziplin in das geistliche Leben. In dein Leben frisch nie ordnen, damit, wenn Jesus kommt, dass du auch kannst, zu dieser Kass in die Luzern in den kommen. Ich möchte des Gottesdienst, des Ewigkeitssonntag, uns von der und aller deib zu warten gehen, in dass wir uns doch reit merken, in reit blieben, nicht so, wenn Jesus kommt. In dass wir kern wirklich ein Heiligungsleben führen, wird in alle Ewigkeit nirgendwo wird. Wir müssen jeder einer von uns wirklich dort leben, dass Gott das haben will, in dort wir können immer wahrer Tag für Tag reit sein. Und dort muss Gott dient als Gemeinde auch schenken. Wir waren alle taub, nicht so? Mit alle Gemeindes, die Christen, alle taub, weil wir einen Tag in das Hochzeitsmahl nirgendwo in dort genießen. Und da wir dann auch dafür streben, dass wir das können erfahren, nicht so? Muss Gott uns halten daran. Amen. Herr Jesus, du hast von der und von uns durch die Bibelwort wahre geredet. Und ganz besonders hier von der und dessen Ewigkeitssonntag,
in unserem toten Sonntag. Und wir beten von dir ganz besonders für all die, wo du von dir erinnert worden an ihre Verstorbenen, in die du vielleicht sogar auf dem Grafhof worden abgehen, und du Blumen bringen, oder einfach du meditieren gehen, dass die wahr Schmerz entzernen, und trösten, und stärken, und segnen, und dort schenken, was sie brücken. In Fura, was uns besonders weidet, wenn wir von dir an drei denken, wie viele Menschen in diesem Jahr, durch den Drogenkrieg, durch den Mordbanden, dort gemerkt worden sind, das ist so schrecklich. Und Herr, du weißt, wie viele Mames, wie viele Frühes, und wie viele Kinder, von denen über die Männer und die Jungs trauern, wo du in den letzten zweiten Jahren so brutal angebracht worden sind. Das sind viele junge Vorrasch. Und viele, das wird noch Jugendliche. Und was ist sogar frühester Unge. Herr, wir wollten diese Säulen, die schreien nur die. Die machen gern auch diese Taufe sich, das Vertrauen die Hoffnung haben, dass er durch Hand gegangen ist, doch machen auch reich gewesen, den Jesus zu begegnen. Und Herr, du weißt, worauf er und alle steht. Aber wir wollten dort viele, die wir das überhaupt nicht bekannt, wo sie können sich reich merken zum Sterben. Und du wein, erst dort fährt so schwer für so eine Angehörigen. Wir beten von dir und drehen die Ernte durch diesen Trennungsschmerz, dass sie möchten wirklich dort erleben, wo du ihnen schenken wirst. Und so beten wir auch für uns, was leben wir alle, dass du uns wirst helfen, uns vom Nieren den Heiligen Geist geben, dass wir können Tag für Tag mit diesem Heiligen Geist leben, in dieser Beziehung, in die haben, und dass wir für die Leben, in die Staub für Staub folgen können, und nicht uns eignet Ecken nur gehen, wegen dort bringt uns bloß wieder weich von dir. Und wir beten von dir und verzeih uns, wo wir sind glückältig geworden in welche Sachen, wo wir nicht mehr an der Teufel heute vier mit dir sind. Und reinige und heilige du uns, damit du uns kurz vom Frischen fällen, und dort schenken, was wir brücken, damit wir alle können reit sein für die Ewigkeit. Dort beten wir in deinen Namen. Amen.